وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Während der Name Mohammeds im Koran nur 4-mal erwähnt wird, kommt der Name Jesu 3-mal häufiger vor. Und noch häufiger der Name der Jungfrau Maria. Zwar vermag Jesus schon bei seiner Geburt zu sprechen, Wunder zu vollbringen und dem Tode zu entrinnen, doch die Jungfrau Maria ist nicht weniger außergewöhnlich. Der Koran räumt ein, dass Gott Maria vor allen Frauen in der Welt erwählt hat. Alamin, vor allen Frauen. Sie ist der Liebling Gottes. Der Beweis ist, dass sie irgendwie seinen Geist getragen hat und sein Wort. Dieses Wort wird explizit erwähnt. Und sie erzählt ihre Geschichte und verteidigt sie. Damals gab es in Arabien einen Marienkult. Es war eine kleine Sekte, ich glaube, im Jemen, die Maria als Mutter Gottes und fast so etwas wie das vierte Element der Dreifaltigkeit betrachtete. Dasselbe geschah, wenn auch nicht in Form eines Dogmas, im christlichen Mittelalter. Im Koran selbst gibt es in der 5. Sure eine Passage, in der Gott Jesus fragt: Hast du den Menschen denn gesagt, nehmt mich und meine Mutter zu Göttern neben Gott? Das ist kein Fehler. Damals gab es einen Marienkult, der die Jungfrau als eine Art Göttin verehrte. Und das hat sich in der christlichen Tradition erhalten, die Mutter Gottes. Das gibt es bis heute, vor allem im Orient. Warum wirft der Koran den Christen vor, drei göttliche Figuren zu haben? Gott selbst, Jesus und Maria. Dieu lui-même, Jésus et Marie. Das entspricht nicht der christlichen Dreifaltigkeit, die Gott den Vater, Jesus Christus seinen Sohn und als drittes den Heiligen Geist nennt. Mais la troisième personne, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que le Coran fait cette confusion? Warum gibt es im Koran diese Verwirrung, die den Christen wie eine Verwechslung erscheint? Vielleicht wegen all der Streitigkeiten um Marias Titel, Theotokos, Gottesgebärerin. In einer weitgehend mündlichen Überlieferung könnte dies zu der Vorstellung geführt haben, dass bei den Christen Allah als Vater Jesu und Maria als seine Mutter verehrt wird. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. Daher diese Dreifaltigkeit. Et Jésus est fils de Dieu. Donc voilà la Trinité. The figure of Mary in the Quran is extraordinary. Die Figur der Maria hat im Koran eine herausragende Stellung. Sie ist die einzige Frau, die mit Namen genannt wird. Und sie hat im Koran einen höheren Stellenwert als die meisten männlichen Figuren. A place in the Quran which is not equaled by most male figures in the Quran. When we find this sort of Dies wirft natürlich die Frage auf, woher dieses besondere Interesse an Maria rührt. Es gibt in der biblischen Tradition noch andere Mutterfiguren, über die der Koran mehr hätte sagen können. Etwa Sarah, die Mutter Isaaks, oder Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Aber der Koran konzentriert sich auf diese Mutterfigur und das deutet darauf hin, dass er sich der Bedeutung Marias für das religiöse Denken des frühen Christentums vollauf bewusst ist.
One can make it remarkable by saying, well, no other woman is named. Man kann es bemerkenswert machen, indem gesagt wird, dass keine andere Frau im Koran mit Namen genannt wird. Aber es gibt auch keine andere Frau, die ohne Vater ein Kind geboren hat. In diesem Bericht kommt Josef nicht vor. Warum nicht? Im christlichen Kontext ist Josef, rhetorisch gesehen, so stark präsent, weil wir so jemanden haben, der der Vater sein könnte, obwohl behauptet wird, er sei es nicht. But it's asserted that he's not. Or it's implied that he's not. And in the Quran, im Koran dagegen wird Josef überhaupt nicht erwähnt. Warum? Why? Well, precisely because here, weil hier zwar die Erwartung dieselbe ist, wir glauben, dass Maria ihren Sohn Jesus von Gott empfangen hat, dieser Glaube aber auf der Tatsache basiert, dass es einen abwesenden Mann gibt. Dies bedeutet, dass ihr Hurerei vorgeworfen wird. Du hast mit jemandem geschlafen. Dieser Vorwurf wird von Jesus entkräftet und so ist diese koranische Maria entstanden. Während die Evangelien nach Matthäus und Lukas von Marias Ehemann Josef berichten, wird er im Koran übergangen. Jesus wird direkt von Allah geschaffen. Er ist der Messias, das Wort Gottes, und wird wie durch ein Wunder von einer Jungfrau geboren. Und doch sieht der Koran ihn nicht als göttliches Wesen. Son of Mary. We have the suspicion that Sohn Marias. Scheinbar verleiht der Koran diesem Ausdruck eine besondere Bedeutung. Und diese Vermutung wird durch das fast völlige Fehlen dieser Bezeichnung im Neuen Testament untermauert. Sie kommt dort nur einmal in einer Szene vor, in der sich Jesus in Nazareth aufhält und die Leute einander fragen, ist das nicht Marias Sohn? Mit Ausnahme dieser Passage taucht dieser Ausdruck in der frühen christlichen Literatur nirgends auf. Er findet sich lediglich in einigen syrischen Evangelien. Manche Wissenschaftler haben daraus einen Einfluss der syrischen christlichen Literatur auf den Koran abgeleitet. Aber bevor wir diese Interpretation übernehmen, sollten wir uns zunächst fragen, welches Interesse der Koran an dieser Bezeichnung hat. Welches Argument wird damit vertreten und vor allem, was weist der Koran mit diesem Ausdruck zurück? Die Bezeichnung der Messias Jesus, Marias Sohn, kommt im Koran ziemlich häufig vor. Das hat zur Folge, dass Marias Vorname Mariam im Koran über 30 Mal genannt wird, öfter als in den kanonischen Evangelien und der Apostelgeschichte zusammengenommen. Et les actes des apôtres réunis. Alors, doch warum kommt der Koran immer wieder auf den Ausdruck Sohn Marias zurück? In der Rhetorik des Koran ist es nur logisch, Jesus als Marias Sohn zu bezeichnen, denn genau das ist er natürlich. C'est aussi dû à un fait très simple, c'est que bien sûr, Jésus, le fils de Marie, et le Coran. Und der Koran bejaht eindeutig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Er hat also keinen Vater. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Marie. Donc, il n'a pas de père. Nach der Dogmatik des Koran ist Jesus ausschließlich Marias Sohn und damit nicht der Sohn Gottes. Il n'est pas pour autant le fils de Dieu. How else? Wie soll der Koran Jesus sonst bezeichnen? Er lehnt die Existenz eines menschlichen Vaters ab und dennoch ist Jesus ein Mensch. Er hat also gar keine andere Möglichkeit, als Jesus den Sohn Marias zu nennen, um seine Menschlichkeit zu betonen. Wenn wir sagen, Jesus ist Marias Sohn, impliziert dies, dass er nicht Gottes Sohn sein kann, denn sonst müsste Maria auf eine Stufe mit Gott gestellt werden. Wenn im christlichen Kontext von Jesus Marias Sohn gesprochen wird, wird damit seine Göttlichkeit in Frage gestellt.
In Islam, when you say Jesus, son of Mary, you are. Im Islam hingegen ist die Bezeichnung Jesus, Marias Sohn, das höchste Lob. Denn so wird einerseits Jesus Menschlichkeit, aber andererseits auch die unbefleckte Empfängnis bekräftigt, die Gottes Werk ist und die Jesus von anderen Menschen unterscheidet. The pregnancy was something that God himself caused, that also emphasized the distinctiveness of Jesus. And Der Koran spiegelt hier, in welcher Weise Mohammed und seine Anhänger Position bezogen haben. Position zu Jesus und zu seiner Identität, zu Maria und zur christlichen Lehre. Und auch die Position, was kann vom Christentum akzeptiert oder toleriert werden und was ist abzulehnen. What we can accept, what we can tolerate, and what we cannot, and we have to reject. In der zweiten Sure kommt eine Gruppe von Einwohnern der Stadt Nashran im Jemen zum Propheten des Islam und stellt ihm folgende Frage. Was willst du von uns, Mohammed? Er antwortet, ich will, dass ihr Muslime werdet. فقال أن تصبحوا مسلمين. فردوا عليه نحن مسلمون. Sie erwidern, aber wir sind Muslime. Und er sagt, aber euer Islam ist verfälscht, weil ihr glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Da antwortet die Delegation aus Nashran, wenn Gott nicht der Vater von Jesus ist, wer ist dann sein Vater? Und hier erzählt Ibn Hisham in seiner Biografie des Propheten, dass Mohammed keine Antwort wusste und schwieg. Die Erklärung, Jesus sei der Sohn einer Frau, macht dem Hörer der Sure bewusst, dass er keinen Vater hat. He has no father or he's not named for his father. Das entspricht nicht der arabischen Tradition, in der jeder nach seinem Vater und nicht nach seiner Mutter benannt wird. Es ist eine Beleidigung, jemanden als Sohn seiner Mutter zu bezeichnen. Genauso wie es eine Beleidigung ist, jemanden als den Vater einer Tochter zu bezeichnen, anstatt Vater eines Sohnes, denn das wird anders gewürdigt und bewertet. Wenn also der Koran hier Position bezieht und Jesus als Sohn Marias bezeichnet, obwohl er eine der wichtigsten Personen in der Geschichte der Menschheit ist, untergräbt dies das System und heißt so viel wie, ich, der Koran, habe meine eigene Meinung zu diesem Jesus. Die Bezeichnung Messias Jesus, Sohn Marias, Gesandter Gottes, ist gewaltig. Er hätte einfach Isa genannt werden können, so wie andere Moses, Harun oder Yusuf heißen. Manchmal, wenn Vater und Sohn bekannt sind, werden sie beide genannt. Aber die Bezeichnung der Messias Jesus, Sohn Marias und Gesandter Gottes, kommt einer Ohrfeige gleich. Die problematische Bezeichnung Marias Sohn kommt im Neuen Testament nur ein einziges Mal vor. Zu Beginn des Markus-Evangeliums. Der Koran dagegen verwendet sie systematisch. Und das, obwohl sie der Grund ist, warum Maria des Ehebruchs oder der Prostitution beschuldigt wird. Wie es in Vers 156 der vierten Sure heißt, die gewaltige Verleumdung. In der vierten Sure spielt der Vers vor der Kreuzigung auf etwas an, das die Juden über Maria sagten. Der Koran erwähnt zwar nicht, was genau gesagt wurde, aber wir haben eine Vorstellung davon, was es gewesen sein könnte. Übersetzt heißt das, in ihrem Unglauben und in ihrer Rede über Maria liegt eine gewaltige Verleumdung. Buhtana kommt aus dem Syrischen und bedeutet Verleumdung. Welche falschen und skandalösen Beschuldigungen
könnten die Juden gegen Maria vorgebracht haben. Hier denkt einer natürlich sofort an den Talmud, der Maria bezichtigt, sie hätte ihr Kind nicht vom Heiligen Geist, sondern von einem heidnischen römischen Soldaten empfangen, was die schlimmste Form einer unerlaubten sexuellen Beziehung wäre. Der Text spielt auf sehr vieles an, wie so häufig, um nicht zu sagen, wie immer im Koran. Aber die Adressaten dieser Botschaft wussten natürlich, von was hier die Rede ist. Es geht ganz offensichtlich um eine infame Verleumdung Marias. Der Jungfrau wurde Unzucht, Ehebruch oder Prostitution vorgeworfen. De fornication, d'adultère ou de prostitution. Der Koran spielt hier vermutlich auf die sogenannten Verleumdungen seitens der Juden an, die sich auf Jesu Geburt bezogen. Und insbesondere auf die christlichen Berichte von der jungfräulichen Empfängnis. Im Evangelium nach Matthäus und vor allem im Lukas-Evangelium. Was berichten diese christlichen Schriften? Laut den kanonischen Evangelien ist die Geburt Jesu nicht wie eine normale Geburt abgelaufen. Nach dem Lukas-Evangelium ist Maria der Engel Gabriel erschienen, um ihr diese wundersame Empfängnis anzukündigen. Sie würde ihre physiologische Jungfräulichkeit behalten, aber dennoch ein Kind empfangen und gebären. Ein großer Teil der christlichen Glaubenslehre basiert auf diesen wenigen Versen über Maria. Aber es gibt natürlich noch andere Versionen der Geschichte, insbesondere in jüdischen Schriften. Denn schon bald erschienen in unterschiedlichen Texten zwei Alternativversionen. Nach der ersten haben Josef und Maria ihr Kind wie gewöhnliche Eltern auf ganz normale Weise bekommen. Joseph et Marie ont eu Jésus comme un papa et une maman ont un enfant selon la manière habituelle. Andere Texte berichten, Maria sei geschändet worden oder habe sich prostituiert und Jesus Erzeuger sei ein römischer Soldat gewesen. Que le géniteur de Jésus est un soldat romain, etc. Ces textes donc diese Texte werden in einer bestimmten jüdischen Literaturgattung verbreitet, die als Toledot Yeshu, wörtlich Genealogie Jesu, bezeichnet wird. Das Wort Toledot bedeutet im modernen Hebräisch Geschichte. Es handelt sich um so etwas wie einen volkstümlichen Roman, der von christlichen Autoren als blasphemisch angesehen wird. Sicher, man könnte die Formel Ibn Mariam, Sohn der Maria, so verstehen. Man könnte sie verstehen, so wie in den jüdischen, in den rabbinischen Schriften, in christlicher Polemik, in Auseinandersetzung mit dem Christentum, Jesus eine, wie soll ich sagen, schadhafte, eine rufschädigende Genealogie gegeben wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass im Koran Maria einen sehr herausgehobenen Status hat. Die Mariengeschichte, die Jungfrauengeburt, die Verkündigung des Engels an Maria wird an zwei Stellen länger ausgeführt, in der 3. und in der 19. Sure. Und die Verbindung zu Maria ist im Koran durchaus ehrenvoll und ist geeignet, Christus eigentlich sehr positiv zu qualifizieren. So we find in Sura 19. Die Sura Mariam beschreibt, wie die Jungfrau Maria schwanger wurde und dennoch rein blieb. Es wird von ihrer Angst und ihrer Bestürzung nach der Geburt berichtet. Sie hätte es gern gehabt, dass dies nicht geschehen wäre und sie stattdessen gestorben wäre, denn sie wusste, dass niemand ihr glauben würde. Wie kann eine Jungfrau ein Kind gebären? Als sie mit dem Baby zu den Iren kommt, wird sie gefragt,
Wie konntest du so etwas Unerhörtes tun? Wo du doch aus einer anständigen Familie kommst. Von wem hast du dieses Kind? Du musst eine Prostituierte sein. Und das neugeborene Baby Jesus muss seine Mutter verteidigen. Ich bin der Knecht Gottes. Es ist ein Wunder geschehen. I'm the slave of God. I'm the servant of God, Jesus. And that, you know, this is a miracle. This is a miraculous thing that is happening. Mit Ausnahme des Johannesevangeliums misst das Neue Testament Maria nur geringe Bedeutung bei. Dagegen legen die christlichen Apokryphen, außerkanonische volkstümliche Texte wie etwa das Protoevangelium des Jakobus und das Pseudo-Matthäus-Evangelium, viel Wert auf Marias Person. Ein Interesse, das der Koran weitgehend zu teilen scheint, insbesondere in der Sure 19, der Sure Maria. I'll now read the parts of Sura Maryam that begin with her story, so verses 16 and on. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فأما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا السوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه Der Text ist sehr unklar und knapp und entspricht im Übrigen absolut nicht den Geschichten von Christi Geburt in den kanonischen Evangelien. Beim Lesen dieser wenigen Verse könnten wir ganz allgemein den Eindruck gewinnen, dass der Koran hier eine Geschichte erzählt, für die es in den christlichen Schriften keinerlei Parallelen gibt. Aucun parallèle dans les récits chrétiens. En fait, cette impression, Doch dieser Eindruck eines völligen Fehlens von Parallelen ist meiner Ansicht nach vollkommen unbegründet. Wenn wir alle Details der Passagen betrachten und in den richtigen Texten suchen, stellen wir fest, dass praktisch alle Elemente Entsprechungen haben, entweder in den christlichen Apokryphen oder in den volkstümlichen und liturgischen Traditionen, insbesondere in Palästina. Avec soit des textes apocryphes chrétiens, soit des traditions populaires ou liturgiques, notamment palestiniennes. Ich erkläre kurz, was ich meine. Sure 19 und Sure 3, die von Marias Geschichte handeln, sind stark vom Protoevangelium des Jakobus beeinflusst, einer griechischen Schrift aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, die ursprünglich den Titel Geburt Marias trug. De la nativité de Marie est un texte composé en grec. Der Text erzählt von Marias Geburt und Kindheit sowie von der Geburt Jesu. Er wird Protoevangelium genannt, weil er Ereignisse beschreibt, die vor der Lehre Jesu und der späteren Verkündung der frohen Botschaft stattfanden.
qui précède la prédication même et l'annonce même de la bonne nouvelle par Jésus plus tard. Das Protoevangelium des Jakobus war im christlichen Orient recht weit verbreitet und hat beispielsweise die Ikonographie der Geburt Christi stark beeinflusst. Dans les traditions issues du Protoévangile de Jacques sont très connues dans l'Orient chrétien. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, das sich nicht auf das orientalische Christentum beschränkt. Die Vorstellung, dass Maria und Josef mit Maria auf einem Esel zum Geburtsort Jesu ziehen, stammt nicht aus den kanonischen Evangelien, sondern aus dem Protoevangelium des Jakobus. Wer nun die Verse 16 bis 23 der Sure 19 liest, stellt fest, dass sich der Koran in diesem Punkt genau an das Protoevangelium des Jakobus hält. Des épisodes relatifs au Protoévangile de Jacques. Dans le cadre du Protoévangile de Jacques, Joseph et Marie. Dort brechen Josef und Maria von Jerusalem nach Bethlehem auf. Aber auf halbem Wege, genau an dem Ort, an dem Rachel ihren Sohn Benjamin gebar und dann starb, spürt Maria die ersten Wehen und steigt vom Esel. Josef sucht in der Nähe nach einer Höhle, in der sie gebären kann. Josef cherche une grotte à proximité pour l'accouchement. Il est très probable que effectivement. Der Koran folgt hier sehr wahrscheinlich dem Protoevangelium des Jakobus, und zwar praktisch bis zum Vers 23, der einen sehr interessanten Unterschied aufweist. Er erwähnt auf sehr mitfühlende Weise Marias Schmerzen bei der Geburt. De manière très empathique sur les douleurs de l'enfantement que ressent Marie. In der Sure 19, Vers 23 steht: Da überkamen sie, die Geburt Jesu steht unmittelbar bevor, am Stamm der Palme Wehen. Sie sprach: Wehe mir, wäre ich doch vorher schon gestorben und ganz und gar vergessen. Que ne suis-je morte totalement oubliée? Es wird also eine Palme erwähnt. Normalerweise ist hier von einer Krippe die Rede, während die Palme eher an die Flucht nach Ägypten erinnert. Et le palmier rappellerait plutôt le départ en Égypte. Im Apokryphen-Evangelium nach Matthäus, dem Pseudo-Matthäus-Evangelium, auch Kindheitsevangelium genannt. Laut Experten könnte dieses Pseudo-Matthäus-Evangelium, das eines von mehreren Kindheitsevangelien ist, in den letzten Jahrzehnten des 6. oder Anfang des 7. Jahrhunderts entstanden sein. Das ist äußerst interessant, denn damit stammt es fast aus der Zeit Mohammeds. On n'est pas loin de Mahomet. On est presque contemporain. Der Jesus des Koran wird nicht in einem Stall oder in einer Krippe geboren, wie alle Christen glauben, sondern unter einer Palme unweit einer Quelle. He is born under a palm tree, where there's also a spring. And it is very odd, because the Quran says Maria leidet furchtbar unter den Wehen. Sie schreit laut und wünscht sich tot zu sein. Aber der Koran tröstet sie und sagt: Hier ist eine Palme und eine Quelle. Hier findest du zu essen und zu trinken. Essen und Trinken ist nicht gerade das, was eine Frau braucht, wenn sie in den Wehen liegt. Es ist klar, dass diese Geschichte ursprünglich Teil der christlichen Geschichte von der Flucht nach Ägypten war. It's part of the Christian story of the flight to Egypt. Epiphanius war im 4. Jahrhundert verärgert über eine häufige Frage der Leute. Wie haben Maria und Josef auf der Flucht nach Ägypten in der Wüste Sinai etwas zu essen gefunden? How did Mary and Joseph find anything to eat on the flight to Egypt? It goes through the Sinai Desert. It's pretty barren. Das ist eine gute Frage für alle, die an praktischen Aspekten interessiert sind. Epiphanius' Antwort lautete: Gott hat ein Wunder vollbracht und eine Palme und eine Quelle geschaffen. Aber die eigentliche Frage ist doch: Wie ist diese Szene von der Flucht nach Ägypten in die Geschichte von der Geburt Jesu gelangt? Beaucoup des récits
Oft heißt es, viele Erzählungen im Koran über Maria, Johannes den Täufer, Zacharias oder Jesus seien aus den apokryphen Evangelien entliehen. Doch das scheint mir zu einfach. Ich würde eher sagen, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Da die apokryphen Evangelien älter als der Koran sind, gibt es im Koran Elemente, die sich in ähnlicher Form auch in den apokryphen Evangelien finden. Aber bevor ich hier Beispiele nenne, möchte ich noch etwas vorausschicken, weil dies unter westlichen Wissenschaftlern seit langem ein Streitthema ist. Ich versuche das zu resümieren, um unserer Forschung Distanz und historische Tiefe zu verleihen. Denn diese Themen werden schon sehr lange diskutiert. Um das Jahr 2000 wurden diese Fragen nach den Einflüssen auf den Koran gestellt. Es heißt heute übrigens nicht mehr Einflüsse, sondern Intertextualität, auch wenn nicht immer klar ist, was damit gemeint sein soll. On dit l'intertextualité, tout en ne sachant pas toujours ce que ça veut dire. Mais, bon, appelons ça intertextualité, si vous voulez. Aber für mich hat es nichts Ehrenrühriges zu sagen, dass ein Autor von einem anderen beeinflusst wurde. Warum soll der Koran nicht von den Evangelien und der Bibel beeinflusst sein? Was wäre die Bibel, wenn es zuvor nicht die Ägypter gegeben hätte? Ich versuche nicht zu beweisen, dass ich recht habe, sondern ich möchte alle Aspekte berücksichtigen, um die Frage besser beantworten zu können. Die letzte Frage könnte die nach Marias Platz in den Apokryphen sein. Hier bietet der Koran ein fruchtbares Feld. Daneben gibt es nur die sogenannte Kindheitsgeschichte im Lukas-Evangelium. Aber das war zu wenig, um das Bedürfnis nach Wundern zu befriedigen. Il fallait que le merveilleux y trouvât son compte. Nach Jesus bemächtigt sich der Koran der Figur seiner Mutter, um sie von Verleumdungen reinzuwaschen und zu adeln. Die muslimische Maria, die Mariam der Suren 3 und 19, vereint die Jungfrau Maria der christlichen Tradition und die Mirjam der hebräischen Bibel, die Schwester Moses und Aarons. Die Art und Weise, wie der Koran von Maria spricht, ist sehr interessant. Denn er nennt sie die Schwester Aarons. O Schwester Aarons, Ucht Harun. Diese Bezeichnung hat sowohl die islamische Tradition als auch die westlichen Historiker vor, sagen wir mal, enorme Probleme gestellt. Denn was bedeutet es, wenn Maria im Koran als Schwester Aarons bezeichnet wird? Dans le Coran que parler de Marie comme de la sœur d'Aaron. Wir wissen, dass es eine Maria, eine Mariam oder Miriam gegeben hat, die eine Schwester von Moses und Aaron und die Tochter Amrams war. Aber Maria, die Mutter Jesu, kann biologisch gesehen keine Schwester Aarons sein, weil angenommen wird, dass diese beiden Personen ein gutes Jahrtausend trennt. Allein diese Frage ist ein weites Forschungsgebiet, denn die dritte Sure trägt den Titel Das Haus Imran. Und Imran ist der biblische Amram, der Vater von Moses, Aaron und Miriam. Qui est en effet le père de Moïse, d'Aaron et de Miriam. Wenn der Koran Maria, also Schwester Aarons, nennt, verwechselt er anscheinend zwei verschiedene Personen. Miriam, Schwester von Moses und Aaron und Tochter von Amram. Und die Maria des Neuen Testaments, Ehefrau von Josef und Mutter von Jesus.
Um diese, in Anführungszeichen, Verwechslung zu erklären, denn viele glauben, es sei gar keine Verwechslung, sondern Absicht, gibt es alle möglichen Hypothesen. Manche sehen darin die Betonung einer geistigen Verbindung Marias zu Miriam und Moses. Andere gehen tatsächlich von einer Verwechslung der beiden Figuren aus. Und wieder andere meinen, dass der Koran so ganz bewusst eine neue Miriam schaffen will, die eine Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gewährleistet. La continuité entre Ancien et Nouveau Testament, etc. Ist Ihnen klar, was das bedeuten würde? Dass der Koran letztendlich alles verwechselt? Dass er einfach 1500 Jahre überspringt? Dass der Verkünder alles durcheinander bringt? Nein, das ist einfach der Versuch, das Wohlwollen der Leser zu gewinnen. Der Autor weiß ganz genau, dass die Leser wissen, wer Aarons Schwester ist, und stellt hier eine Art mythische Verwandtschaft her. Schaut her, wie schön und interessant diese Maria ist. Sie ist die Mutter Jesu und gleichzeitig ist sie eine neue Miriam. Eh bien, quelque part, c'est une autre Miriam. Nach dem Willen Gottes soll so das Ansehen der Schwester Aarons auf Maria, die Mutter Jesu, übertragen werden. Und natürlich wird dies nur von denen verstanden, die mit der biblischen Kultur vertraut sind. Que justement par des gens qui ont déjà une culture biblique. Die Islamwissenschaft hat sich hier lange getäuscht, indem sie von einem Irrtum oder einem Kopierfehler ausging und sagte: Nein, Jesus Mutter Maria ist doch nicht Aarons Schwester. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein literarisches Stilmittel. Das ist so, als würde jemand sagen: De Gaulle ist ein neuer Ludwig XIV. Wenn ich das zu Ihnen sage, verstehen Sie genau, was ich meine. Wären Sie andererseits ein Araber oder Christ aus der Gegend von Aleppo und ich würde Ihnen erklären, dass Maria, die Mutter Jesu, eine neue Miriam ist, fänden Sie das völlig normal. Und Sie würden noch fester an das glauben, was ich Ihnen vermitteln will. Ça vous fait avancer même dans l'adhésion à ce que je cherche à vous faire croire. Oui. Hat Mohammed Maria mit Miriam verwechselt? Ich würde sagen, nein. Der Beweis ist für mich der Ausdruck Ucht, der im Arabischen Schwester bedeutet. Das ist die übliche, aber nicht die einzige Bedeutung. Denn oft ist damit auch Vorgängerin oder Ahnen gemeint. Often it means predecessor. Okay? So in this, or what came before. Ancestor. Wenn also in diesem besonderen Fall Marias Abstammung hervorgehoben werden sollte, wäre gebräuchlich zu sagen, Mariam Ucht Harun, eine Nachkommin Aarons. That is Mary who comes from the lineage of Aaron. Das wäre im Arabischen die richtige Ausdrucksweise. Ucht, das Wort für Schwester, bezieht sich im Koran genauso wie Ach für Bruder, zumeist auf die Abstammung und bedeutet nur selten Schwester. It is to invoke a lineage, not to say that so and so is the sister of so and so. Das koranische Ucht bedeutet also, jemand ist der Nachfahre von jemandem. As someone who is a descendant of someone. So, Mariam Ucht Harun ist also Maria aus dem Geschlecht Haruns. From the descendants of Aaron. Diese Erklärung ergibt durchaus Sinn. Schwester kann im Arabischen tatsächlich manchmal Nachkommen bedeuten. Der Haken dabei ist jedoch, wenn Sie erlauben, zitiere ich direkt aus dem Koran. C'est que nous avons dass es weitere Passagen gibt, die in eine andere Richtung gehen. In der Sure 66 heißt es, Maria sei die Tochter von Emran und die Schwester Aarons, was sich genau mit der biblischen Miriam deckt. Und in Sure 3 sagt Emrans Frau, mein Herr, siehe, ich gelobe dir das, was ich im Leibe trage, als Gott geweiht. Und als sie es geboren hatte, sprach sie,
Mein Herr, ich habe es als Mädchen geboren. Siehe, ich nannte sie Maria. Maria, die Tochter Emrans und seiner Frau und die Schwester Aarons, ist also eine genaue Entsprechung Miriams. Die typologische Exegese, also die Hypothese, dass die biblische Miriam die Figur der Maria bereits vorwegnimmt oder erahnen lässt, ist äußerst plausibel. Bei der Schwester Aarons in Vers 28 der Sure 19 handelt es sich also nicht um eine Verwechslung zwischen Maria und Miriam. Dies ist auch nicht nur eine Verbindung zum Geschlecht Aarons, sondern geht viel weiter. Au lignage d'Aaron, parce que ça va beaucoup plus loin. C'est une mise en perspective. Die Figur Maria wird hier auch mit dem Schicksal von Miriam, Aaron und Moses verbunden. Und das ist sehr wichtig für das Verständnis des zugrunde liegenden Subtextes. Et ça, ça me paraît un élément tout à fait intéressant sur les sous-textes qui sont derrière. Mais évidemment, ce genre de sous-texte. Diese Art von Subtext zeigt nicht nur den historischen Kontext auf, in dem der Koran entstanden ist, sondern auch die möglichen Quellen, die der Koran auf sehr persönliche und neuartige Weise nutzt. Natürlich im Einklang mit seinen theologischen Überzeugungen. Et dont le Coran fait un usage personnel et original, en rapport bien sûr avec ses convictions théologiques. Im Koran wird Jesus auf ebenso wundersame Weise geboren wie in den Evangelien nach Matthäus und Lukas. Seine Mutter Maria, die Schwester Aarons, empfängt ihn ohne menschliches Zutun, allein durch den Willen Allahs. Tatsächlich wird mit Jesus ein neuer Adam geboren. If you look carefully at the Quranic text, wenn Sie den Korantext genau lesen, werden Sie feststellen, dass Maria nicht vom Heiligen Geist geschwängert wird, wie jeder annimmt. Das ist die christliche Version, aber im Koran wird explizit gesagt, dass Jesus wie Adam erschaffen wurde und sich diese beiden Propheten daher von allen anderen unterscheiden. So what's different about them? Wodurch unterscheiden sie sich? What is different about them? In beiden Fällen verwendet Gott Modelle, denen er seinen Lebensatem einhaucht, sodass sie zum Leben erwachen. Sie kommen auf eine sehr besondere Weise zum Leben, mit besonderen magischen Kräften, weil sie den Atem Gottes in sich tragen. Gott sagt sowohl über Adam als auch über Jesus, dass er ihnen seinen Atem eingehaucht hat. Er benutzt auch andere Ausdrücke, die dasselbe bedeuten. Gott sagt wir, wenn er von sich selbst spricht. Wir haben ihnen unseren Atem eingehaucht. I blew my breath into them. Or we, it is God speaking. We blew our breath into them. He says, er sagt, sei, und er ist. In other words, mit anderen Worten, Gott nutzt ein Modell, das in Adams Fall aus Lehm ist und bei Jesus nicht genauer beschrieben wird. Aber auch Jesus selbst tut im Koran genau dasselbe. Er haucht Vögeln aus Lehm seinen Atem ein, und sie fliegen davon. So it says in Surah number 3. In Sure 3 heißt es: Siehe, vor Gott gleicht Jesus Adam. Er schuf ihn aus Staub, dann sagte er zu ihm: Sei. Und dann war er. Für Allah ist Jesus wie Adam. Er hat ihn aus Staub geschaffen und gesagt: Sei. Und er war. Das ist eine sehr wichtige Aussage, denn dies bedeutet, dass Jesus und Adam gleich sind. Jesus and Adam are just like each other. Es gibt keine Erbsünde. Adam hat keine Sünde begangen und auch Christus ist kein Erlöser. Er wird die Menschheit nicht von ihren Sünden befreien. Das ist eine starke Aussage. Andererseits erscheint mir die Aussage, dass Gott Jesus aus Lehm erschaffen hat, widersprüchlich.
Denn Jesus soll ja von Maria geboren worden sein. Seems like a bit of a contradiction because he was supposed to be born from the Virgin Mary, but now he's created from clay. Well, what's going on over here? Was bedeutet das? Again, we come up with the same. Auch hier stoßen wir auf große Probleme, wenn wir die Perspektive des Historikers einnehmen. Aber aus theologischer Sicht findet eine hermeneutische Verschiebung statt. Der Koran versucht, eine extreme Botschaft zu widerlegen und durch einen Kompromiss zu ersetzen. Anzumerken wäre auch, dass die Aussage, Jesus sei aus Lehm erschaffen worden, an die Lehren der Judenchristen erinnert, die genau das behaupten. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Koran ein judenchristlicher Text ist oder Mohammed ein Judenchrist war. Seine Lesart ist jedoch konservativ, genau wie die der Judenchristen. Die Frage stellt sich also, warum und wie der Koran die Schrift gebraucht, die Anspielung macht auf das, den Inhalt des Neuen Testamentes, Inhalt der hebräischen Bibel, vor allem wie er eben auch im 7. Jahrhundert verstanden wurde. Was ist die Funktion, was ist der Zweck des Korans? Diese Frage stellt sich, denke ich, nur, wenn man nicht Teil ist der Kultur des 7. Jahrhunderts selber. Denn hier, sowohl im christlichen als auch im rabbinischen, ist es so, dass der Schriftgebrauch, sowohl das Zitat als auch die Anspielung auf die Schrift, ist das ganz natürliche Medium. Was immer man sagen will, man muss es biblisch fundieren. Wenn man immer auch die Tradition oder die Meinung eines anderen angreifen will oder bestätigen will, man muss immer die Bibel vor Augen haben. Die Bibel ist das zentrale hermeneutische Mittel aller Religionsgruppen im 7. Jahrhundert, die biblisch orientiert sind. Juden, Christen gleichermaßen. Und wenn man den Koran liest und diese ständigen Anspielungen auf die Bibel außerhalb des Kontextes sieht, kann man denken, nun, was passiert hier? Ist es so, warum verwendet Mohammed die Bibel? Ist es vielleicht eine Strategie, die irgendwen zu überzeugen? Und das ist es natürlich auch, aber es ist gleichermaßen und vielleicht viel eher einfach der natürliche Art, sich auszudrücken in dieser Zeit. Die Tatsache, dass auf diese alten Schriften zurückgegriffen wird, stellt für uns Muslime kein Problem dar. Denn der Autor dieser drei Offenbarungen ist derselbe, nämlich Gott. Gott hat in den Evangelien gesprochen und er hat sich erneut offenbart. Schließlich darf jeder sich jederzeit selbst kopieren. In der Vergangenheit waren manche Orientalisten der Ansicht, dass Mohammed viel abgeschrieben hätte. Ich selbst habe einmal jemanden gehört, der sagte, er ist ein Kopist der Bibel, nicht mehr und nicht weniger. Aber selbst wenn wir die Dinge vom, sagen wir mal, wissenschaftlichen oder agnostischen Standpunkt aus betrachten, leistet der Koran einen großen Beitrag. Le Coran apporte beaucoup de choses. Il n'y a pas que ces petits. Diese kleinen Anleihen können die Originalität des Korans nicht aufheben. Qui peuvent frapper de néant l'originalité du Coran. Il y a une manière tout à fait. Seine spezifische Art, sich mit metaphysischen und praktischen Problemen auseinanderzusetzen, ist absolut einzigartig. Original dans le Coran. Als Weise, Ehemann einer älteren Frau und Vater ohne männlichen Nachkommen, nimmt Mohammed innerhalb seines Stammes keine herausragende Position ein. Als er dazu aufruft, der Götzenanbetung zu entsagen und sich zum Überbringer der Botschaft eines kompromisslosen Monotheismus erklärt, verstößt er gegen die religiösen Traditionen der Mekkaner. Er wird aus Mekka verbannt und muss ins Exil nach Medina gehen.